Herzlich willkommen zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Herzliches Willkommen den beiden Trainern Uwe Koschinat und Hagen Schmidt. Uwe, herzlichen Glückwunsch. Dann darf ich dich zuerst zu deinem Kommentar bitten. Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Ja, ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass ich trotz des Sieges natürlich emotional irgendwie noch nicht so richtig eingepolt bin. Ich glaube, dass wir ja so um die 70. Minute herum dann tatsächlich davon ausgehen können, dass wir hier einen relativ sicheren Auswärtssieg hinlegen. Denn spätestens ja mit dem vierten Tor war es eigentlich so, dass wir natürlich ganz klar auf der Siegerstraße waren, dass wir natürlich auch schon daran gedacht haben, gerade auch über die Wechsel, keine weitere fünfte gelbe Karte für das Spiel gegen Borussia Dortmund zu kassieren, ein Stück weit schon strategisch auswechseln zu können. Was dann allerdings der MSV Duisburg, vor allen Dingen muss ich sagen, in Person von Aziz Bouadous, ich kenne Aziz ja ganz gut, dann in der Endphase auf den Platz gebracht haben, aber auch als gesamte Truppe, welche Mentalität, das war schon herausragend. Und tatsächlich müssen wir ganz klar sagen, dass wir A, einen wirklich herausragenden Torwart benötigt haben, um heute hier zu gewinnen, und mit Sicherheit ist der MSV dann auch mehrfach in guter, aussichtsreicher Position gescheitert, und da wäre mit Sicherheit ein Punkt auch verdient gewesen. Deswegen bin ich noch nicht so hundertprozentig klar in der Analyse. Ich sehe auf der einen Seite, dass wir wirklich eine gute Spielanlage hatten, dass wir über einen langen Zeitraum eine gute Kontrolle über das Spiel hatten, dass wir am Ende aber auch tatsächlich mit komplett leeren Händen hätten nach Hause fahren können. Und vielleicht ist das dann auch am Ende ein Stück weit die Wahrheit über unseren Leistungsstand. Es ist gut. Es geht in eine gute Richtung, aber es ist nicht so perfekt, dass du von einem absoluten Spitzenteam reden könntest. Und heute war es nicht so diese nüchterne Art, mit der wir ein Spiel gewonnen haben, sondern schon auch eine berauschende nach vorne, aber eben auch eine sehr, sehr wackelige nach hinten. Dankeschön. Vielen Dank, Uwe. Hagen, bitte. Ja, emotional, also erstmal hallo. Emotional geht es mir ähnlich wie meinen Kollegen. So ein Spiel kurz danach schon einzuordnen, fällt nicht so ganz leicht. Trotzdem gehe ich so mit der ein oder anderen Einschätzung nicht ganz einher. Ich denke, dass wir die ersten 20 Minuten einfach Probleme hatten in unserer Formation mit der Dreierkette. Nach der Umstellung waren wir wesentlich besser im Spiel. Ich würde sogar sagen, da hatten wir das Spiel unter Kontrolle, ohne zwingend zu sein. Nach der Halbzeit kommen wir gut raus, eine gute Druckphase, wo wir eigentlich das Tor machen müssen, allein durch Orhan, der allein auf den Torhüter zugeht. Und ja, in die Druckphase kriegen wir, ich glaube, es war der zweite lange Ball, der hinter unserer Kette geht, kriegen wir wieder ein Gegentor, ein sehr einfaches Gegentor, ähnlich schon wie das erste. Und stellt so ein bisschen den Gesamtverlauf oder in unserer gute Phase, stellt das Spiel auf 2-0, dann der kurze Doppelschlag mit dem 3-0, und da hat sicherlich jeder geglaubt, jetzt gehen wir unter, und da muss ich meiner Mannschaft einfach ein Kompliment machen, insgesamt, wie wir dann da aufgetreten sind und uns gewehrt haben, das nötigt Respekt ab. Trotzdem, wir machen das 1-3, kriegen dann wieder... Also die Gegentore heute, die muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, aber wahrscheinlich kriege ich da mehrfach ein paar Anwandlungen heute Abend. Aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da für eine Leistung, wo ich sage, im spielerischen, fußballerischen eine wesentliche Steigerung zu den letzten Auftritten, von der Mentalität, von der Einstellung, sich nie aufzugeben, denke ich, hat jeder gesehen, und dass wir weiterhin an die Mannschaft glauben sollten, ja, weil sie hat das Zeug, und sie will das auch. Wir trainieren gut, ja, es ist einfach jetzt, wahrscheinlich müssen wir das Glück mal für uns ein Stück weit erzwingen, aber ich würde gar nicht so weit gehen, ich würde eher sagen, wir müssen diese einfachen Sachen, wenn es gegen den Ball geht, minimieren bzw. abstellen, weil das ist nach wie vor eine Sache, die dir in so einem Spiel einfach das Genick bricht, und eine gute Leistung, und da bleibe ich dabei, und wer was anderes behauptet, der hat für mich keine Ahnung vom Fußball. Das war heute eine gute Leistung von den Jungs, offensiv, defensiv, sage ich eher Durchschnitt. Danke. Vielen Dank, Hagen. Fragen eurerseits an die beiden Trainer. Kurzes Handzeichen bitte fürs Mikrofon. Oh, ist heute nicht der Fall.
Dann vielen Dank fürs Kommen. Uwe, euch guten Heimweg, viel Erfolg in den kommenden Wochen. Uns natürlich auch schon am Mittwoch gegen Magdeburg. Danke und einen guten Sonntag noch. Dankeschön. Danke.